Ja, hallo, ich melde mich doch mal wieder, heute mal an einem, was haben wir heute eigentlich? Wir haben heute Dienstag und ich bin hier in der Schinkenstraße. Mein Post heißt heute Schinkenstraße Fake News, denn ihr habt es vielleicht in den Nachrichten gelesen oder in einigen Medien, dass angeblich doch die Schinkenstraße jetzt mit Betonpollern versehen ist, damit sowas wie in Barcelona nicht passieren kann. Also, ich schalte mal eben meine Kamera um, damit ihr das seht, wie es hier denn wirklich aussieht. Ja, also es fahren hier Taxis und die Schinkenstraße ist passierbar. Wie sollte es auch anders sein? Das übliche Bild, wie immer im Moment die Zeit der Kegelvereine und Poller sind hier auf jeden Fall in der Schinkenstraße nicht aufgestellt. Also ihr seht, der Verkehr fließt, hier kann man durch mit einem normalen Pkw. Es gibt wohl immer wieder mal Leute, die so meinen, die müssten da irgendwie so ein bisschen die Szene so herausheben, sich wichtig tun mit irgendwelchen Dingen. Apropos wichtig tun, ich habe doch noch was in meiner Tasche hier. Da muss man eben gucken, wo. Und zwar gibt es ein neues Gadget von der Gemeinde Andratsch. Das zeige ich euch mal hier. Hier, das könnt ihr mal sehen, da steht es auch drauf. Gemeinde Andratsch oder Andratsch. Das ist eine Tüte, so ähnlich wie eine Pommes-Tüte für den Strand. Die kann man sich mit an den Strand nehmen, um das als mobilen Aschenbecher zu benutzen. Denn die Umweltschützer hier machen sich natürlich auch Gedanken, was kann man eigentlich tun. Und ich glaube, das Ekligste ist, eben halt so Zigarettenkippen überall am Strand liegen zu haben. Also so sieht die Tüte aus. Kriegt man im Moment bei jeder Tankstelle richtig beschrieben, wie man das benutzen soll. Und wo es denn hingehört. Einfach in den Restmüll. Also der grüne Mülleimer ist der Restmülleimer. Und hinten ein schönes Verbotsschild. Ich drehe es nochmal eben um auf die andere Seite. Da steht's. Bitte keine Kippen einfach so an den Strand werfen. Ja, das ist das soweit. Ansonsten ist hier, wie gesagt, alles wie immer. Noch ein paar Schwenks, ein paar Bilder hier. So, da sind wir wieder direkt an der Schinkenstraße. So. Machen wir noch einen kleinen Schwenk. Genau. Markus guckt auch gerade zu. Ja, grüß Gott und ja, alles Gute zu dir. Und da kommt ein Daumen hoch von Markus. Wie war das? Freude und Glückseligkeit hier aus El Arenal. Also nichts mit Pollern in der Schinkenstraße. Also alles nur Fake News. Und wie immer, Mädels, die jetzt auf Tour gehen oder gerade vom Hotel kommen. Unsere Brillenverkäufer, die sind auch noch überall. Und Generationentag sowieso. Liebe Grüße, lieber Markus. Ja, liebe Grüße auch an dich. So. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen wieder weiter. Also hinter mir Rubidubidu, das Bamboleo, das kann man hier auch sehen. Warte mal eben, da oben, zack, da ist es, nicht? Schinkenstraße. So, da seht ihr das. So, ja, also in diesem Sinne, gehen wir mal so langsam wieder zurück. Haben da gleich noch einen kleinen Termin, deswegen sind wir heute hier. Auch noch ein bisschen in Arbeitskleidung. Liebe Grüße an Cordula, von Cordula. Herzlichen Glückwunsch, liebe Cordula, zu deinem Geburtstag heute, denn du hast Geburtstag und von wegen Fake News, Poller in der Schinkenstraße, ist alles völliger Mist. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich denke, ich gucke mir das heute mal an, ob da wirklich Poller stehen. Also was natürlich hier ist, kann ich euch mal zeigen. Das sind diese Mini-Poller. Aber eher dazu da, um die Betrunken nicht zu überfahren, wenn die jetzt hier spazieren gehen. Also das sind Mini-Poller. Aber die stehen hier schon seit vielen, vielen Jahren. Das hat sich also praktisch hier nichts dran geändert. Irene schaut auch zu. Wunderbar. Hallo Irene. So. Ja, dann noch einmal wieder umschalten. Mamamoo habt ihr dort eben gesehen. Gibt es ja hier auch schon ein bisschen länger. Und eigentlich bestes Wetter. Also langsam wird es auf der Insel etwas kühler und erträglicher. Wir hatten es ja richtig warm gehabt, die Tage. Und jetzt wird es also gemütlich, kann man sagen. Es ist genau die richtige Zeit, um hier Urlaub zu machen. In Deutschland regnet es ja unentwegt und immer. Und hier Urlaub machen, klar, kann gut sein. Zum Arbeiten ist es jetzt Gott sei Dank etwas angenehmer geworden. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Wir gehen jetzt den Weg ein bisschen hoch. Euch
zeigen, wohin wir gehen. Und wir gehen einfach weiter, 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 weiter. Und kommen gleich, also ich schalte noch mal eben um. Kleine Aldi-Werbung zwischendurch. Gibt es ja hier auch auf der Insel, klar. Aldi, Lidl sind überall vertreten. Und kommen wir hier noch zum Steakhouse. 800 Grad. Ach so, das ist vielleicht was ich euch erklären muss. Hier steht Steakhouse 800 Grad. Das Ding ist eigentlich eine, auch Fake News, kann man sagen. Denn es gibt in Costa de la Calma seit vielen, vielen Jahren dort ein Steakhouse. Das nennt sich genau Steakhouse 800 Grad Costa de la Calma. Und in Costa de la Calma ist es eben halt so, dass die dort mit einem richtigen Southbend-Ofen hochwertige Steaks zubereiten. Hier ist es eher so, ja, das ist schnelle Masse und soll einfach nur ja, vielleicht auch nutzen. Also ich finde das schon ein bisschen hart. Hier steht 800 Grad. Playa de Palma haben sie jetzt drüber geschrieben und verkaufen auch Steaks. Klar, sollen sie auch. Aber das kommt dann manchmal zu Verwechslungen und bei Fake News eben halt auch so, dass es dazu Verwechslungen kommt, und zwar bei Bewertungen. Viele Leute bewerten ja das Ganze. Und dann schreiben die einfach hin, ja, das Steak hat mir im 800 Grad nicht gefallen. Aber das ist eben halt vielleicht, dass 800 Grad an der Playa de Palma war, das kriegen die Leute dann nicht so ganz auf die Reihe. Bei einem Kaffee im deutschen Eck, wie wär's? Cool, aber im September, klar, im September wieder ins deutsche Eck und schön Kaffee trinken. Hier war übrigens mal, kann man hier noch sehen, BCM Playa, also hier war also das Rio Palace drin, ne? Früher, die haben ja jetzt schon lange zu, also wer bei mir mal ins YouTube reinschaut, der kann das da auch sehen, dass es dort ein Video zum letzten Abend im Rio Palace gibt, war eine schöne Diskothek und da ist Mickey Krause aufgetreten und die ganzen Künstler. So, und ihr seid ja wieder zu Hause, liebe Grüße an Ina. Ja, Irene, wir sind wieder zu Hause. Und die kleinen Poller, die Mini-Poller hier wieder. So, und da sehen wir jetzt auch noch was. Können wir nämlich gleich dann auch mal Schluss machen, so langsam. Hier vorne, da sehen wir noch, ich weiß nicht, ob ihr das schon lesen könnt, mich blendet die Sonne so ein bisschen. Das ist der Grillmüller. Das ist ein Imbiss, da kriegt man Currywurst, und genau auf der anderen Seite, da ist, wir sagen eigentlich immer Hans Wurst, obwohl er das gar nicht so gerne hört. Da ist die Crazy Currywurst oder Crazy Wursthaus nennt sich das Ganze. Wird begleitet eben halt auch von Vox. Und den könnt ihr demnächst auch sehen. Schöne Grüße an Tatjana. Tatjana, ich müsste hier noch meinen Geocache suchen oder finden oder wie auch immer. Ja, so, wir wollen jetzt Schluss machen. Ihr seht da vielleicht auch unser Auto. Das ist Gott sei Dank aus unserer Werkstatt wieder zurück. Ina wartet da drinnen auch schon. Mal sehen, ob sie noch eben Huhu sagt. Mal gucken. Das Auto ist ja auf. Vielleicht sieht sie das ja sogar gerade. Ina noch mal eben einmal Huhu sagen. Hallo. So. Und auch noch mal schöne Grüße an Cordula. Die schaut nämlich zu und hat heute Cordula, Geburtstag. Happy Birthday nochmal. So. Hallihallo Tatjana. Und grüß mal meinen Mario. Klar, Mario grüßen wir auch. Wenn wir ihn sehen, machen wir das gerne. Siehst du, da kommen schon ein paar Herzchen. So. Bei diesem Wetter natürlich, ja, wir machen jetzt gleich Pause. Schönes Eis essen noch auf dem Rückweg in Pagera. Ne? Also bis dann und ja, bleibt so wie ihr seid. Wir sehen uns. Tschüss. Und denkt immer dran, am Strand in Zukunft diese Papiertütchen nehmen, einfach in den Sand stecken und da eure Kippen rein. Schöne Sache. Also solltet ihr öfter mal machen. So, zum Thema Fake News war es das, der Hashtag heute, und ein kurze Montagsreportage. Also diese Tüte ist keine Fake News, die Poller in El Arenal sind Fake News, also in diesem Sinne, man soll nicht alles glauben, was man immer so sieht. Und diese Tüten könnt ihr mal gucken, gibt es tatsächlich ja an den Tankstellen, zumindest in der Gemeinde Andratsch. Bis dann, tschüss!